Dieses Video wird präsentiert von TopTables. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Video. Es ist Mittwoch und das bedeutet, dass es die neueste Ausgabe des Warhammer 40.000 Imperium Magazins für euch gibt. Ausgabe 75, frisch erschienen und dazu habe ich ein bisschen was zu erzählen. Enthalten ist in dieser Ausgabe ein Hemotrop-Reaktor. Das ist dieses Ding hier, was wir, wenn man Conquest mitzählt, damit jetzt insgesamt viermal schon haben. Wenn ihr erst mit Imperium in die Heftreihen eingestiegen seid, ist es euer zweites. Ich finde, zwei ist noch okay. Aber viermal, finde ich, braucht man das eher nicht so unbedingt. Ich habe auch tatsächlich mich schon von ein paar von denen getrennt. Und es ist halt für Menschen, die halt eben, wie gesagt, beide Heftreihen mitgemacht haben, ist es ein bisschen schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Diversität im Gelände gewünscht. Aber nun gut, ich denke, wer halt eben, wie gesagt, mit Imperium erst dazu gekommen ist, dürfte da noch so ein bisschen Freude dran haben. Dann gucken wir uns mal das Heft als solches an. Ausgabe 75, wie gesagt, und kleines Update auch noch zur Ausgabe 70. Es gibt kein Update. Ich werde jetzt davon ausgehen, dass ich die Ausgabe so nicht mehr nachgeliefert bekommen werde von meinem Zeitschriftenhändler. Das ist leider das erste Mal, dass ich nicht wirklich an der Ausgabe rankam. Sonst konnte ich die ja irgendwie immer noch so irgendwie besorgen. Deswegen werde ich jetzt versuchen, wenigstens das Heft ohne die Bauteile für Maneus Kalga und seine Ehrengarde zu bekommen und halt wenigstens das Papier da zu haben. Finde ich sehr schade, weil ich nicht weiß, was ich jetzt mit einem halben Maneus Kalga Bausatz machen soll. Ich werde mal rumgucken, ob ich vielleicht Glück habe und jemand will seinen zweiten Teil loswerden oder jemand hat nur den zweiten Teil, wenn den ersten Teil. Irgendwie sowas oder es werden doch noch welche zur Nachbestellung auf der Internetseite von Hachette freigegeben. Aber das muss ich mal gucken. Also ich werde versuchen, Ausgabe 70 noch nachzureichen in irgendeiner Form. Aber konzentrieren wir uns auf Ausgabe 75. Das, was ich an dieser Ausgabe so in Anführungszeichen besonders finde, ist, dass die letzte Ausgabe ist mit Geländeteilen. Wir haben jetzt noch 15? 15 Hefte, wo nur noch Miniaturen drin sind. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es halt wirklich sehr, sehr coole Miniaturen sind. Das zeige ich euch jetzt gleich auch hier auf der Rückseite. Die will ich euch jetzt noch nicht spoilern. Gucken wir einfach mal ins Heft rein. Hämatom-Reaktor haben wir. Konglomerate der Wotan, zwei Farbschemas für den Reaktor. Konglomerate der Wotan, die sind ja damals sehr gemischt aufgenommen worden, tatsächlich habe ich das so empfunden, weil man sich da schon durchaus darauf gefreut hat, dass sich Squads, also die Space-Zwerge, Space-Dwarfs, zurück nach Warhammer 40.000 kommen. Die sind aber dann doch wohl ein bisschen anders geworden, als man sich das vorgestellt hat und weiß nicht, also ich finde sie nett, nicht interessant genug, dass ich eine Armee anfangen würde. Wobei ich aber schon sehr coole Farbschemata gesehen habe. Da habe ich zum Beispiel ein Fahrzeug von denen gesehen. Das wurde dann angemalt wie von Lego Ice Planet 2000 irgendwas. Fand ich absolut großartig. Und dann halt die Wotans dann halt eben als Minifiguren-Äquivalent. Oder das gleiche Fahrzeug dann als Partybus von den Ninja Turtles. Also wirklich super großartige Ideen. Sonst habe ich mich tatsächlich mit den Leaks of Wotan noch gar nicht auseinandergesetzt. Chaos Dämonen Nörgel. Und hier ein Kriegsgebiet Darovar. Darovar System. Warum muss ich an Dagobah denken? Musstet ihr auch, als ihr es jetzt gelesen habt, oder? Seid ehrlich. habe ich jetzt storytechnisch auch keine Ahnung, was damit auf sich hat.
Eine Geschichte, ein Beschaffungshindernis. Die Sippen des großen Turian-Bunds suchen ununterbrochen nach wertvollen Bodenschätzen, die sie abbauen und weiterverkaufen können. Bei einer Reise jenseits des Galaxiekerns entdeckt eine Gräberflotte einen reichhaltigen Asteroidengürtel. In ihrem Weg stehen allerdings die Chaos Space Marines der Black Legion. Okay, verstehe. Das ist eine Geschichte über die Leagues of Wotan, die auf den Black Legion treffen. Und hier sieht man das Fahrzeug, was ich angesprochen habe. Ich glaube zumindest, dass es ist. Ja, es ist. Sieht an sich auch sehr cool aus. Ich mag diese Kuppeln, diese Kuppelcockpits. Ist das gleiche Fahrzeug? Ich glaube, es ist nochmal ein anderes Fahrzeug. Das müsste das gewesen sein, was ich gesehen habe, was dann in verschiedenen Varianten aufgebaut wurde. An sich super schöne Modelle, aber jetzt einfach von der Armee her nichts, was mich jetzt groß reizt. Bauanleitung für den Reaktor. Und dann hier so eine relativ einfache Farbidee und noch ein zweites Farbschema, das ein bisschen sandiger aussieht. Kann man halt so ein bisschen mit rum experimentieren, was euch besser gefällt. Und ja. Dann ein bisschen zum Nachspielen. Kampf im Orbit, aber wird auf einer Platte gespielt. Veteranmission wehrt die Enterer ab. 75 Macht und. Das finde ich mal halt so von der Ausstellung her ein bisschen interessanter. Spieler A halt wirklich unten so die kleine Ecke und Spieler B dann hier so eine L-Form. Und, achso, habe ich noch gar nicht erwähnt. Preisurteil mit dieser Ausgabe sind ca. 9 Euro. Übersichtlich, oder? Also muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Außer, wenn ihr wissen wollt, was ihr mit jeder Ausgabe spart, wann die Ausgabe erscheint und was drin ist, schaut hier unten in die Videoinfo, da habe ich dann meine Tabelle verlinkt. Und dann gucken wir mal, was in den nächsten beiden Ausgaben drin ist. Oder besser gesagt, in den nächsten drei. Am Mittwoch bekommen wir, also nächste Woche Mittwoch, bekommen wir mit Ausgabe 76 das Mario Kart. Und da freue ich mich total drauf. Leider ist es ja nach aktuellem Stand 10. Edition immer noch ein einzelnes Modell. Also man kann keinen Trupp damit bilden, indem man zwei, drei Dinger davon zusammen in einen Trupp setzt. Sonst ist es halt ja, ein Modelltrupp. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte halt schon gerne irgendwie so zwei, drei Stück davon aufgestellt. Aber kann ich ja trotzdem machen, nur dann halt eben als separate Trupps. Und in Ausgabe 77 und 78 bekommen wir dann Command Badge, beziehungsweise Annihilation Badge. Kann man dann entweder oder draus bauen. Wollt ihr beides haben, empfehle ich euch jeweils zweimal Ausgabe 77 und 78 zu holen. Und vielleicht bekommt ihr es sogar hin, dass ihr das Ganze so ein bisschen modular gestalten könnt und dann je nachdem, wie ihr wollt, ausbauen könnt. Auf jeden Fall beides sehr interessante Ausgaben. Ausgabe 76 hat auch eine ziemlich gute Preisersparnis von 24 Euro und damit absolut lohnenswert. Aber auch hier die Command Badge finde ich jetzt nicht schlecht vom Preis-Leistungs-Verhältnis das sehr. Und wie gesagt, die Infos dazu findet ihr hier unten in der Videoinfo. Ja, letztes Geländeteil, da hätte ich mir halt. Habe ich ja, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt. Was ein bisschen ikonischeres vorgestellt. Ne? Wir hatten ja mit Ausgabe 80 und 79 von Conquest diesen Laufsteg, dieses riesige Geländeteil. Und das fand ich halt schon wirklich richtig, richtig gut. Und konnte man halt auch so ein bisschen modular zusammenbauen und sich dann entscheiden, wie man das einsetzen will. Und das fand ich halt wirklich richtig ein Kracher als letztes Geländeteil und dagegen finde ich das wirklich ein bisschen langweilig, aber halt eben auch, weil ich es dann Conquest auch schon in zigfacher Ausführung habe. Nichtsdestotrotz interessante Ausgabe und ich freue mich auch schon auf nächste Woche und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ausgabe 76, dann mit dem Mario Kart und hoffentlich auch mit euch. Ich bin auf jeden Fall dabei
freue mich, wenn ihr dann auch dabei seid. Und sonst lasst ein Abo da, lasst ein Like da und schaut gerne auf unseren Discord-Server. Bis nächste Woche und bleibt unartig. Euch hat das Video gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und falls noch nicht geschehen, abonniert doch gerne den Kanal. Außerdem könnt ihr auch gerne mal auf meine Social-Media-Kanäle schauen. Und wenn euch nach Gemeinschaft ist, schaut gerne auf unserem Discord-Server vorbei und tretet mit vielen anderen Menschen in Kontakt. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!